Am Donnerstag, den 18. Mai, blockierten Aktivistinnen die Landshuter Straße in Regensburg. Mit dieser Aktion soll auf die menschenfeindliche Asylpolitik aufmerksam gemacht werden. Seit 2015 werden Menschen aus den sogenannten sicheren Herkunftsländern vermehrt in Abschiebelager gesteckt. Neben Bamberg und Ingolstadt soll nun auch in Regensburg ein solches Rückführungszentrum entstehen. In anderen Städten haben Proteste bereits stattgefunden. Zeigt euren Widerspruch auch in dieser Stadt. Haltet die Augen offen nach Demonstrationen und Kundgebungen.